Gehst du dann gleich hinter mir durch? Alpha 2 Blau meldet Lichter Richtung Südost. Ich glaube, das sieht stark aus. Das könnte möglicher Konvoi sein. Sobald dieser von mir erkannt, weitere Meldung. Ja, an alle. An alle. Feuerüberfall erst auf Sig Pirot durch Gruppenführer Alpha 2 und Alpha 1. Alpha 2 jetzt meldet, nicht. Das könnte möglicher Konvoi sein. Ja, mit. So, alle konzentrieren, fertig machen für Feuerüberfall. Bestätige zwei Jeeps vorne, dahinter zwei, drei, also zwei Leichtpanzer, LKW. Ja, erkannt, ach, erkannt. Sehe die Lichter. Funk frei halten. Fertig, Mann, für Feuerüberfall. Sig Pirot in 3, 2, 1, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Panzervernichtungstrupp ausweichen! Steini, Vorfeldbeleuchtung! Feuer, Feuer! Alpha 2, weiter Vorfeldbeleuchtung, Vorfeldbeleuchtung! Alpha 2, ja, Alpha 1. Lageinformation, hast du Eigenausfälle? Derzeit keine Eigenausfälle. Ja, verstanden. Geh, Stein, ich verschieb mich zum MG. Okay, ich markier, ich markier.
Feindinfanterie über Hauptstraße, ca. 300, Feuer! Karl, Feindinfanterie, Gruppenstärke, Hauptstraße, Feuer! Bitte? Okay, dann Munition abgeben. Steini, Feindinfanterie über Hauptstraße. Gruppenstärke. Ja, verstanden. Oh, Vorfeldbeleuchtung von mir ist leer geschossen. Alpha 2 hier 1 kommen. Ihr habt Feind im Nah- und Nächstbereich. Direkt Süd. Circa 50 vor Eigner. Melde auch bei mir ein Verlust drüben. Team Gelb, Karl gefallen und noch zu unserer Kamerad. Ja, verstanden, verstanden. Ausweichen auf unsere Höhe. Ausweichen auf unsere Höhe. Okay, zugehört. Weitere Fahrzeuge kommen an. Wenn ihr auf unserer Höhe seid, weichen wir weiter aus. Ihr besetzt eure Fahrzeuge und weicht aus in den rückwärtigen Raum. Hast du mit? Ja, hab ich mit, muss aber auch erstmal eigene versorgen hier. Brauch nicht. Alpha 1 an alle, Alpha 1 an alle. Wenn Alpha 2 auf unsere Höhe aufgeschlossen ist, weichen wir aus in den rückwärtigen Raum. Infanterie auf Hauptstraße, Feuer! 50er, Feuer! 50er ist leer. Ja, verstanden. Steini, hast du noch Vorfeldbeleuchtung? Alpha 1 für UBZ kommen. Hört. Ziel, die Zerstörung des Konvois durchgeführt. Sie müssen jetzt nicht auf der Verbrechen dort die Stellung halten. Ende. Hier Alpha 1, das ist gerade unsere Absicht. Wir weichen jetzt gleich aus. Zurückziehen können wir unsere Vorhaut. Ende. Hab ich so mit. Ende. Hier Alpha 1, das ist gerade unsere Absicht. Wir weichen jetzt gleich aus. Zurückziehen können wir unsere Vorhaut. Ende. Dieser Bastard. Dieser Bastard. Okay. René, bist du ausgewichen zu deinen Humvees? Ja, wenn du die Verwundeten nicht behandeln kannst, jetzt ausweichen, wir müssen uns sofort lösen. Ihr habt Feind im Nah- und Nächstbereich im Wald von euch. Vorfeldbeleuchtung haben wir nicht mehr, sofort ausweichen. Ich hab noch ein bisschen was.
So, wir schießen jetzt die letzten Vorfeldbeleuchtung. Steini, dein Trupp, jetzt ausweichen auf die Anhöhe zu deinem Humvi, ausweichen in den rückwärtigen Raum bis Laruns. Ausweichen mit deinem Trupp, mit Humvi Richtung Laruns. Hast du mit? Hab ich mit. Okay, Marsch, Bewegung. René, du jetzt sofort mit deinem Trupp ausweichen. Wir weichen jetzt aus. Onyx, Rox, Paula, ab auf die Füße. Okay, mein Trupp. Mein Trupp, ab, aufsitzen auf Humvi, ausweichen. Fahrer, aufsitzen auf Humvi, Marsch, komm, Bewegung, ausweichen. Komm, aufsitzen. Rückwärtsmarsch, ausweichen Richtung Nordwest. Aufsitzen alle, komm. Komm, Vollgas, rückwärtsmarsch, komm, Vollgas. Rückwärtsmarsch, Vollgas. Auf Straße, einlenken, einlenken. Einlenken Richtung Waldstück und dann Richtung Nord. Und Vollgas zurück, Marsch. Steini, wir weichen aus über Hauptstraße. Ja, Tobi, unser Humvi ist nicht mehr vor Ort. Wir ziehen uns zu Fuß zurück. Beziehungsweise wir weichen aus. Ist nicht mehr vor Ort? Wie geht denn das? Ja, okay. Ja, hab ich mit. Wir warten an der Kreuzung. Guck mal auf der Karte, da ist so ein T, so ein Kirschensymbol, da warten wir auf die anderen. Siehst du das? Ja. Okay, dann marsch. Steini! Ja, Kirschensymbol habe ich erkannt, sind unterwegs. Ja, dort Verbindung mit mir, ich stehe da mit 50er. Jo, lebt hier noch jemand? Alpha 1, hier Alpha 2. Bin jetzt hinter feindlichen Linien auf mich alleine gestellt. Letzter Überlebender. Frage, dein Standort, komm. Geh noch eins weiter. Bin jetzt hinter feindlichen Linien auf mich alleine gestellt. Letzter Überlebender. Frage, dein Standort, komm. Ach du Scheiße, Karl ist alleine. Letzter Überlebender. Scheiße. Okay, alles klar. Hier stehen bleiben. Straße abriegeln, nach links. Also nach hinten fahren. Fahren nach hinten auf die Wiesenfläche. Tobi, wir sind noch ungefähr auf Höhe, sollen wir versuchen, Karl da rauszuboxen. Und absitzen. 360 erstmal ums Fahrzeug. PZ, UPZ, hier Alpha 2. Hier Alpha 2, kommen, komm. Na, wo tech bist du da? Wir sind noch ungefähr auf Karls Höhe, sollen wir versuchen, ihn da rauszuholen. Ja, ihr habt keinen Humvi, richtig? Negativ. Ja. Da bist du. Pass auf.
Ich fahre jetzt mit einem Hamm wieder hin. Der soll ausweichen über die Hauptstraße. Wir sammeln ihn auf. Ja, somit wir weiter in Richtung Treffpunkt oder wie sieht's aus? Wartet. Okay, hört mal zu, Steht hier. Zwei bleiben hier. Einmal ist Barry hier. Ja, Barry ist hier. Oder ist Barry hier? Ja, ja, ich bin okay, hier. Okay, Barry und Murphy. Ihr bleibt hier. Ihr verkrümelt euch hier in dem Busch und haltet erstmal Sicherung. Kein Feuer auf feindliche Kräfte. Wir fahren zurück und holen den Karl raus. Alpha 2 hier, Alpha 1, komm. Jesus Christus, hier Alpha 2, komm. Weich aus über die Hauptstraße Richtung. Ja, Hauptstraßen rückwärtigen Bereich müsste Nord sein, glaube ich. Weich Richtung Nord aus über die Hauptstraße. Wir sammeln dich jetzt auf mit einem Humvee. Weich soweit es geht aus. Und markier deinen Standort, wenn ich es dir sage, wenn du noch hast, mit SIGPI Rot. Beziehungsweise SIGPI Grün. Fahrgabenmeldung fahren oder soll ich fahren? Tobi, Anmerkung. Ja, Alpha, einer fahren. So verstanden, bin bereits in der Durchschlagephase. Ich prüfe auf SIGPI Moon. Ja, was gibt's? Braucht's Barry wirklich? Weil ich hab ja Navotech bei mir. Ach so, nee, dann komm. Dann Barry aussitzen. Hab vergessen, dass du ein scheiß MG2 hast. Alles klar, passt. Danke für den Antrag. Aussitzen. Aufsitzen. Okay, dann wieder zurück über die Straße. Wir holen den Karl raus. Der markiert gleich seinen Standort mit SIGPI Grün. Markiere auf Befehl eigenen Standort mit SIGPI Grün. Ja, verstanden. Und Vollgas, komm, Vollgas. Oh fuck! Scheiße. Eigenen Standort markieren, SIGPI Grün! Schieß hoch in die Luft! Markiere, Achtung, Feind im Nahbereich! Ey, durchbrech mal den scheiß Zaun, dass ich durchkomme! Okay! Steini, ausweichen, ausweichen! Wir haben Karl aufgenommen! Somit sind bereits am vereinbarten Treffpunkt. Ja, verstanden. Okay, wieder koppeln mit Steini. Junge, Alter. Was, sei ich der Einzige noch? Ja. Weil René hat gemeldet, du bist ausgefallen. Dabei ist er selber ausgefallen. Ja, ich bin ohnmächtig geworden. Ach so. Die sind alle bei mir geblieben, wollten mich heilen. Dann sind auf einmal alle gestorben. Und ich lieg die ganze Zeit da. Aber die haben mich Gott sei Dank noch in den Humvee gelegt. Auf dem Beifahrersitz. Dann bin ich auf einmal wieder zu mir gekommen, bin auf einmal aufgewacht. Alter. Um mich herum, nur noch rustisch. Frag, ist irgendwer noch da? Ich höre nix, ich höre nur, wie auf mich geballert wird. Oh, oh, warte mal, Karl. Sorry. Ja. Da oben läuft Feind rum auf Süd. Shiny, bist du da? Feind Süd, ja. Wir müssen weiter ausweichen. Ihr lauft links und rechts verteilt neben dem Fahrzeug. Wir gehen über die Hauptstraße. Und wir fahren jetzt Richtung Lviv, obwohl, nee, warte, wir fahren nicht Richtung Lviv, wir sitzen jetzt ab und gehen zu Fuß Richtung Nord hoch zu Lviv, wir lassen das Fahrzeug zurück. Weil wenn wir über die Straße fahren, klären die uns sofort auf. Dann lass uns Richtung Nord ausweichen, Schützenrudel. Schützenreihe. Und Marsch. Guckt auf eure Minimap. Hier, Alpha 1. Wir weichen jetzt Richtung Nord aus. Hinterhalt erfolgreich, Konvoi zerstört. Wir hätten dadurch eine Halbgruppe ausgefallen. Massive Eigenausfälle. Wir weichen jetzt aus Richtung Laruns und stellen bei Laruns eine Sicherung. Wir müssen erstmal ausweichen und uns sammeln. Ja,
so verstanden, sollen die QRF sie dann in Laruns abholen kommen? Ja, ich melde mich, wenn ich in Laruns bin, komm. Ja, so verstanden, Ende. Murphy, wo bist du? Hier, bei dir? Ich sehe dich gerade gar nicht, hier ist so ja, dunkel. Der ist, hier, der ist hier links von da, der, ja, passt. Okay, wir sind jetzt direkt vor Laruns. Ich hab ja. So viel grün. Alpha ja. 1 für OPZ kommen. Hört. Grad noch mit ich OPZ, hab euch ne? mal einen Evakuierungstrupp aus San... Nee, wie hieß die scheiß Drechsler? Laruns? Oder Entredon? Orne-Redeau. Ich habe euch einen Evakuierungstrupp aus Orne-Redeau losgeschickt. Sobald die Kunden Funkkontakt zu euch aufnehmen können, wird dies geschehen. Dann könnt ihr eure eigene Stellung mit ZigBee grün markieren. Ende. Ja, ich würde jetzt sagen, wir verbleiben jetzt erstmal hier. Ja. 360 Grad Sicherung, du schießt dann gleich ZigBee grün. Wenn ja. die kommen, wenn der Evakuierungstrupp kommt und uns hier rausholt, der Evac-Trupp und ja. Ich würde jetzt nicht in die Stadt reingehen, weil da sind eben nämlich ja diese Quads entlang gefahren, nicht, dass da jetzt feindliche Kräfte sind. Ja. Okay. Ja, dann macht mal eine 360-Grad-Sicherung hier. Nachdem wir dann hier den Hinterhalt erfolgreich durchgeführt haben, den Feind vernichtet haben und uns vom Feind gelöst haben, haben wir uns dann von eigenen Kräften aufnehmen lassen. Das Gameplay ist übrigens entstanden kurz nach dem 1.2er-Update, wo viele Mods nicht funktioniert haben. Deswegen haben wir uns an dem Abend einfach entschieden, Vanilla zu spielen. Und ihr seht auch hier, auch mit dem Vanilla Armor Reforger Gameplay kann man richtig geile Szenarien basteln. Und vor allen Dingen mit den Flares kann man richtig guten Feuerkampf bei Nacht simulieren. Das hat richtig Bock gemacht, kann ich euch auch nur mal empfehlen, auch einfach mal das Vanilla-Gameplay auszuprobieren. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was für Szenarios ihr in Zukunft noch zu Armor Reforger sehen wollt. Vielleicht auch zu ganz anderen Zeitepochen, wie zum Beispiel zu Zeiten des Irakkriegs. Da können wir auch Szenarios basteln. Es gibt eine Fallujah-Map, es gibt einige Afghanistan-Maps. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Oder wollt ihr mal ein bisschen mehr Oldschool-Gameplay, vielleicht auch Zweiter Weltkriegs-Gameplay sehen. Das ist alles mittlerweile möglich in Armor Reforger durch Mods. Schreibt es mir mal unten rein. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao.